Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Reka. Ja, wir haben ja soweit jetzt alle Quests hier erledigt und ich wollte mal schauen, ob ich das hinbekommen kann, weil wir ja unterwegs doch jede Menge Holz noch gesammelt haben. Also unterwegs, hier drumherum quasi. Ob wir das schaffen, die Wände dann auch zu machen und vielleicht noch einige andere Sachen hier mit reinzubringen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Was ist das denn? Bücher? Bücher haben wir gar keine gefunden, glaube ich, bisher, ne? Beleuchtung Haus hier. So, das wäre dann so die Wand. Wieso kann ich da keine Wand machen? Da aber schon. Okay. Das ist ja doof. Dann bleibt da ja ein Stück übrig. Wieso darf ich denn nicht überall eine Wand hinmachen? Ey, gerade ging's doch. Hallo? Drehen mit der linken Taste. Das ist schön. Ich habe nur keine linke Maustaste, wenn ich hier am Controller bin. Hä, gerade passte das doch noch. Achso, jetzt passt es hier. Nee, jetzt bin ich hier oben auf den Böden. Ach so, deswegen. Ah, wieso geht der dann immer? Nein, ich will auf den Böden bleiben. Er markiert unten den Boden, aber er macht trotzdem die Mauer. Das muss ich jetzt nicht verstehen, aber gut. So. Jetzt hat das Richtige drin. Die Frage ist jetzt nur, warum... Ach, ich drücke immer... Die normale... Ne, normalerweise macht man das ja mit A. Die normale Taste, das wollte ich sagen. So, und da das jetzt hier dann der Eingangsbereich quasi werden wird, möchte ich hier gerne das abgeschlossen haben. Warum will der das nicht haben? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich hier drauf stehe. Man weiß es nicht. Also, ich verstehe nicht so ganz, warum der das teilweise macht und warum er es teilweise nicht macht. Aber ich mache jetzt mal einfach die Teile, wo es eben funktioniert. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht auch bald mal umherwandern können. Weil sie meint ja, dass wir uns an einen anderen Ort begeben. Ach, jetzt kann man das wieder nicht drehen. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht drehen kann. Damit kann ich nur links, rechts machen. Damit kann ich nur oben, unten machen. Aber er macht es dann nicht dahin, wo ich hin will. Also das Baumenü, zumindest mit einem Controller, ist sehr, sehr komisch. Ich probiere es mal eben, ob man das besser hinkriegt mit... Ne, da komme ich nur hoch. Wieso steht da... Achso, drehen linke Maustaste. Verwende E, um einen kleinen Boden... Ah ne, ich stehe jetzt... Ich will aber kein E. Also da steht drehen linke Maustaste. Und mit der linken Maustaste kann ich es nicht drehen. Warum, weiß ich nicht. Mit der rechten auch nicht. Und mit dem Rad kann ich nur hoch und runter scrollen. Also es scheint kein Problem vom Controller zu sein, sondern tatsächlich ein Problem vom Baumenü. Ich weiß aber nicht, warum er es nicht nimmt. Das ist jetzt... Ich kann es nicht drehen. Oh, jetzt habe ich E gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. C einlagern. Ich dachte jetzt, mit Q und E könnte man vielleicht drehen. Aber T und R... Ne, mit R kann ich dann... Achso, steht ja auch da Q und R. Damit kann man dann... Oh, oh nein! Ach komm! Jetzt hatte ich es gerade kurz. Wieso darf ich das nicht? Achso, weil ich das hier mit E machen muss. Okay. Ja, ich bin ja jetzt noch am Probieren mit... Also müsste ich das theoretisch auch links, rechts machen, wenn ich dann mit einem Controller arbeite. Ich mache jetzt aber trotzdem mal eben mit dem... mit der Maus weiter. Na? Ich hab's doch gerade gehabt. Ach Mann, komm. Weil ich jetzt hier vor dem Ding stehe, oder was? Was ist denn hier mit? Moment. Das hatte ich aber mal eingelagert.
Also das ist auf jeden Fall setzbar. So. Es ist sehr frickelig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum es nicht so einfach funktioniert, wie es sollte. Okay, da geht es jetzt. Da geht es jetzt im Nachhinein auch. Hier ist natürlich so eine Sache. Das können wir ja eigentlich nur da drumherum bauen. Also man muss wirklich am PC Q und R drücken, um das Ganze ein bisschen zu bewegen. Oder halt eben mit einem Controller. Ich probiere gleich den Rest nochmal ein bisschen mit einem Controller aus. Wahrscheinlich dann auch links, rechts, um das zu bewegen. Ja, hier macht das jetzt gar nicht. Ich wollte das eigentlich so haben, damit man das hier nicht sieht. Nein. Nimm das weg, genau. Er macht es trotzdem nicht hin. Ich weiß nicht, warum er es da nicht richtig macht. Ist noch ein bisschen buggy, aber ich meine, ne? Wir sind noch im Early Access. Ich habe das Ganze auch schon reported mit dem Bug, dass man unten die ganze Zeit den Text sieht. Was natürlich sehr doof ist, wenn man einfach nur die Quests machen will oder mal einen schönen Screenshot machen will oder so. Aber ich bin mir sicher, dass daran auch gearbeitet wird. Also ich hatte es gestern reported, deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht, wie lange das dauert, bis man da Abhilfe schaffen kann. Ach komm. Die macht er dann wieder nicht. Er will dann immer nur die eine Seite haben. Vielleicht habe ich das jetzt auch gerade ganz doof gebaut. Kann natürlich auch sein, dass er das eigentlich gar nicht so breit wollte mit der Vorlage. Und dass er das deswegen nicht macht, dass der sagt, nö, das war so nicht geplant vom Spiel, also werde ich dir das auch so nicht machen. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt haben wir aber zumindest das drumherum schon mal. Dann werde ich jetzt nochmal eben mit dem Controller gucken. Also hier... Oh. Wieso? Ach so, weil es RB ist, dann lagert er das ein. Ja, super. Habe ich ja ganz toll gemacht hier. Direkt der erste Klick, zack, erstmal Haus zerstört. So. Jetzt aber. Also rechts oben darf ich nicht klicken, sondern... Ach so, genau, das waren die Pfeiltasten, mit denen ich auswählen kann. Das war's. Okay. Da war's doch gerade. Mach es mir doch... Nee, das ist aber jetzt der Boden. So, platzieren, links. Ja, das kriegt er dann wieder manchmal hin. Und an anderen Ecken, so wie hier zum Beispiel, wieder kriegt das wieder nicht mehr hin. Sei, ich verstehe es nicht. Das ist auch eine Sache, denke ich mir mal, wohin ziele ich? Das könnte vielleicht noch ein bisschen die Sache sein, ja. Wobei hier ist es jetzt rot. Also warum das jetzt hier rot ist, weiß ich zum Beispiel auch nicht. Wieso kann da nicht gebaut werden? Blödmann. Dann lagern wir das ein und bauen hier zu. Wenn wir denn anvisieren könnten, heißt das. Na? Er würde es wollen, wenn er mich lassen würde. Ach so, der steht... Ja, der stand gerade richtig. Der Seite will er auch nicht. Jetzt hilft Trick 17 irgendwie so gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Na gut. Das könnten wir zumachen. Die Frage ist natürlich... wir reden noch mal kurz mit ihr. Ich habe weitere Fragen. Nee, ich glaube, jetzt will sie immer noch nicht gehen. Ich weiß halt nicht, was soll ich machen? Soll ich jetzt das ganze Haus schon zu Ende bauen? Es ist natürlich jetzt riesige Arbeit. Was hat denn jetzt hier gemacht? Hä? Wieso hat er da ein Loch gelassen? Achso, wieso sind die unterschiedlich hoch? Hä?
Leute, jetzt macht mir hier keinen Kummer. Wieso sind die jetzt unterschiedlich hoch? Und wieso kann ich hier nicht überall oben was draufstellen? Da darf ich? Wobei ich da vielleicht auch irgendwo mal ein Fenster haben will oder so. Obwohl, ich weiß nicht, ist das notwendig, da ein Fenster zu haben? Ich habe keine Ahnung. Hier oben macht der auch nicht zusammen, ne? Das ist ja mein Fenster hier. Hier kann ich dann immer rausspringen, wenn ich denn unterwegs mal, ja, mal rausgucken möchte. Dann springe ich einfach da raus. Also das hier nimmt er irgendwie überhaupt nicht. So. Ich weiß auch nicht, und da sind jetzt auch schon wieder so Ritze dazwischen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt dringend notwendig ist, dass wir das jetzt bauen. Oder ob wir vielleicht noch irgendwas anderes machen können. Also stattdessen. So Leute, es ist doch ganz klar, was ich hier haben möchte. Warum darf ich das da nicht einfach bauen? Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich kann nach oben gucken, ich kann nach unten gucken, ich kann mich auf alles ein. Oh, halt. Nee, das hängt jetzt raus. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich auf alles einstellen. Aber wenn es nicht funktioniert, ist es natürlich doof. So, jetzt habe ich es gerade nicht gesehen. Nee, das ist aber hinten raus. Hinten raus wollen wir natürlich auch nicht. Man hat so das Gefühl, der hat sich dann irgendwie umgestellt. Und er kann dann das in die eine Richtung, aber in die andere wieder nicht mehr. So ganz komisch. Hier zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht gerade zumachen darf. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es offen bleiben muss. Weil, keine Ahnung, weil das halt das Huhn ist oder so, ne? Das, der Kopf ist. Aber es, wenn ja, dann wäre das halt unlogisch. Und ich meine hier, warum darf ich hier jetzt nicht zumachen? Das ist, ja. So, hier würde ich gerne ein Fenster haben, wenn das irgendwie möglich ist. Oder halt ein Loch drin, keine Ahnung. Könnte man sagen, hier auch nochmal. Gerade sagen, jetzt wird es hier nämlich wieder problematisch und das ist das, was ich nicht verstehe. Wieso kann man hier nicht einfach. Man kann auch nichts reindrücken oder so, ne? Verwende X, um einen kleinen Boden für dein neues Heim auf der Plattform zu bauen. Naja, einen kleinen Boden, sieht man. Ich habe jetzt schon alles ausgereizt. Und trotzdem kriege ich die Quest nicht abgeschlossen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ist es jetzt komplett verbuggt und man kommt hier nicht weiter, weil man das nicht machen kann. Also, da kann ich jetzt leider natürlich auch nichts zu sagen, weil sie hat mir jetzt auch keine Quest gegeben, soweit ich weiß. Moment, da schauen wir nochmal. Y, ne? Lerne, wie man baut. Ja. Ich habe jetzt schon so ziemlich alles gebaut. Also, ich glaube, da, ne? Gehen wir da mal mit der Maustaste drauf. Kann man auch nicht. Verwende E, um einen kleinen Boden für dein neues Heim der Plattform zu bauen. Die Aufgaben sind schon alle gelöst. Also haben wir nur noch diese Hauptaufgabe. Das Problem ist halt, wenn der das nicht macht, dann ist das Mist. Wir könnten natürlich. Aber das haben wir ja eben schon gemacht. Wir haben das eingelagert. Könnten hier ein Teppich hinmachen. Könnten ein Tisch hinmachen. Was ist denn das hier? Das ist aber nur Dekoration, ne? Aber ich glaube, mit Dekoration. Ach, das Kätzchen müssen wir auch noch irgendwie hier hinstellen. Och, sie möchte den großen Raum haben. Das ist ja okay. Wobei ich mir ja schon großen Raum eigentlich reserviert habe.
Ich denke mal, hier vorne kann man ganz gut so platzieren. Dann haben wir das Kätzchen hier. So. Sind wir wieder hier. Müssen wir wieder X drücken. Was natürlich ziemlich dämlich ist. Ich weiß auch nicht, sollen wir jetzt hier das noch zumachen? Und das Außen dann quasi. Ja, es ist ziemlich eng, ne? Aber können wir machen, theoretisch. So, theoretisch zumindest, ne? Hier haben wir jetzt wieder das Problem. Wir können es jetzt wieder nicht in die richtige Richtung machen. Und dann müssen wir Baumenü ausschalten und wieder einschalten. Nee, dann geht das aber auch nicht. Schade. Hier müsste man dann theoretisch nochmal rein können. Das machen wir jetzt einfach zu hier. Und hinter ihr machen wir das jetzt auch zu. Wir würden es zumindest zumachen, wenn es funktionieren würde. Ach, du stehst da aber auch ein bisschen doof, Baba Yaga, ganz ehrlich. Halt! Ja, das war aber. Aber die anderen darf ich nicht, schade. Aha. Moment. Nee, hier darf ich es jetzt wieder nicht. Die hat er mir jetzt richtig angezeigt. Och Mann. Ach komm. Das ist jetzt auch wieder richtig rum. Das auch. So, da sollte ich lieber nicht zumachen, aber dann könnten wir bei ihr dahinter vielleicht nochmal zumachen. Genau. Obwohl das bescheuert ist, weil warum will man das dahinter zuhaben? Aber naja. Ja, jetzt haben wir uns das Haus eigentlich ganz schön gebaut bisher, aber das Problem ist, wir können immer noch nicht die Quest weitermachen. Und das ist halt was, was jetzt richtig, richtig doof ist. Und ich sehe da jetzt ehrlich gesagt gerade auch so gar keine, ne? Gar keine Möglichkeit, das zu ändern. So, das können wir endlich zumachen. Das. Und das. Oh mein Gott. Das können wir auch endlich zumachen. Okay, also das hat dann doch nichts damit zu tun, dass hier halt eben der Kopf dahinter ist. Sondern das war einfach nur oder ist einfach nur halt verbuggt. Kann natürlich sein, dass es da irgendeinen Trick 17 bei gibt. Hier steht halt nirgendwo, womit man das Ganze drehen kann. So, dann können wir das endlich zumachen. Da hinten kann ich immer noch nicht. Doch, jetzt kann ich da auch. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ah ne, hier konnte ich, glaube ich, nicht, ne? Ja, genau, das war das. Da konnte ich nicht. Dann machen wir das hier hoch. Zack. Da würde ich eigentlich gerne, dass man rausgucken kann draußen. Ja, jetzt guckst du mich doof an, ne? Moment, das da oben, das da würde ich gerne weghaben. Ach so, jetzt macht ihr das wieder alles nur in die andere Richtung, ne? Ah. Wie hoch müssen wir das denn machen? Reicht das nicht schon, wenn wir das mit zwei machen? Das ist halt. Ich meine, wir haben ja hier schon gut was gebaut. Wir haben aber halt auch keine Tür und nichts, ne? Ah! Jetzt können wir endlich mal. Sehr, sehr geil. Was hältst du von dem, was ich gebaut habe? Ich habe deine Fortschritte mit Spannung verfolgt. Naja. Mit Spannung verfolgt, wenn ich da zwei Episoden dran gehangen habe. Du hast einige interessante Entscheidungen getroffen, Kind. Damit kann ich zweifellos leben. Vielleicht kannst du diese alte Truhe benutzen,
Stell sie einfach dahin, wo du es für richtig hältst. Ich werde ein Geschenk darin ablegen, wenn mir deine Mühen zusagen. Sieh von Zeit zu Zeit hinein. Meine Geschenke sollen nicht ignoriert werden. Okay, cool. Mach ich. Setz dich in Bewegung. Also ich würde mal sagen, ich habe mir das ja jetzt hier so ein bisschen als Schlafzimmer quasi rausgesucht. Dann, wie war das jetzt? B. Das ist die Truhe, oder? Ja, sieht zumindest so aus. Es tut mir leid, Kätzchen. Es kann sein, dass sie dich ein bisschen nachts wach hält. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen doof, ne? Oder ich mache die... Aber da hinten würde ich eigentlich gerne was anderes hinmachen. Da wollte ich schlafen. Aber wenn die Truhe direkt vom Fenster ist, ist es auch doof. Die müsste man eigentlich hier in die Ecke stellen. Moment. Wir nehmen... So, kann ich dich aufheben, Kätzchen? Kann ich nicht. Muss ich dich dann da oben auswählen, um aufzuheben? Nee, du bist doch gar nicht mehr drin, ne? Interact. Ach, da kann ich die rausholen und wieder reintun, oder wie? Hä? Okay. Na gut. Aber es ist blöd, dass ich die Katze jetzt nicht mehr woanders hinstellen kann. Hm. Naja, machen wir es mal hier hin. Platzieren wir mal hier hin. So. Du hast erhalten einen Schädel. Na gut. Wir können aber nicht mehr machen. Was hältst du von dem, was ich gebaut habe? Vielleicht kannst du diese alte Truhe benutzen. Das ist das Gleiche. Hm. Tja, wohin werden wir reisen? Anscheinend nirgendwo hin, weil wir zu nichts kommen irgendwie. Also die Truhe konnten wir jetzt hinstellen. Das ist auch sehr, sehr gut. Problematisch ist es halt, dass wir jetzt nichts anderes mehr machen können. Ich weiß nicht, ob die jetzt darauf wartet, ob ich jetzt noch was zu essen irgendwie. Nein, halt stopp. Du sollst das platzieren. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht irgendwie da reinbagge oder so, wenn ich das jetzt da reinstelle. So, die Frage ist jetzt, das würde ich auch gerne machen. Nein, ach, ja, ist ja gut. Kann man das nicht? Doch, hier. Machen wir mal hier dran. Dann den vielleicht so hier hin. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier einfach nur mehr dekorieren muss oder was die jetzt von mir verlangt, dass wir jetzt hier endlich mal los können. Da ist halt nochmal ein Tisch. Hm. Oh, okay. Die sind ein bisschen größer. Wieso kann ich das nicht hier hinstellen? Dann müssen wir das halt hinstellen. So. Ja, wir haben halt keine Decken, weil wir keine Decken machen können, ne? Achso, das ist ein Regal. Ah, okay. Dann machen wir das mal so. Ich sehe es jetzt nicht richtig, ob das relativ mittig ist. Machen wir das mal dahin. Kann man den ja oben drauf stellen? Nee. Oh, ach so, weil der so riesig ist. Ach du Schande. Okay. Kann man eigentlich mehr so auf den Boden hinstellen.
So, gute Dame. Können wir immer noch nichts Neues machen. Mann, jetzt habe ich mich so gefreut. Das Problem ist halt, ich denke mal, dass ich hier Stufen lassen muss, damit man auch wirklich rausgehen kann. Ich kann aber halt keine Tür bauen und nichts. Ich weiß nicht, muss ich jetzt in der Gegend noch rumlaufen und noch irgendwelche... Ach, jetzt bin ich schon wieder hier drauf. Muss ich noch irgendwelche Sachen einsammeln oder so? Ich habe ja jetzt alle Quests soweit gemacht. Das sind die Esel. Ich schau mal, ob ich nochmal mit irgendjemandem reden kann oder so vielleicht. Oder was ist das denn hier? Und da steht es wieder. Ich würde ja gerne mal davon ein Bild machen, aber da man die UI nicht wegmachen kann, ist das halt, wenn ich jetzt so einen Screenshot mache, sieht man halt nicht viel davon. Interagieren. Ach, da ist eine... Ach so! Tinte und Feder, Fischreuse. Ach, Kätzchen kommt auch mit. Sehr schön. So, und jetzt sind wir was weiter weg. Nee, die steht aber immer noch. Das war so ein komisches Geräusch. Ich habe schon gedacht. Können wir denn vielleicht hier noch irgendwas anderes anklicken? Wenn ich näher komme, geht er runter. Es ist ja auch alles schön und gut. Ah, da hinten war das eine. Oh, hier war noch Holz. Okay. Da ist ein Brunnen. Kerzen, okay. So, hier können wir auch nochmal Holzrad. Dunkles Bett. Oh, sehr cool. Wobei das sehr, sehr groß ist halt, ne? Das ist ja cool. Was ist denn da hinten? Das ist das versunkene Schiff. Da bin ich auch schon mal gewesen. Die Frage ist, sollen wir eventuell hier in der Umgebung erst noch was erkunden? Ich meine, vielleicht müssen wir uns einfach zwei Betten hinmachen oder so. Ich habe ja keine Ahnung. Also das finde ich ein bisschen blöd, dass das nicht so direkt erklärt wird. Hm, da ist es. Buch, Gold, okay. Schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Ich hatte doch hier hinten gerade noch irgendwas gesehen. Da ist noch was. Da ist diese abgebrannte Hütte. Da haben wir, glaube ich, unsere Katze her. Schmutziges Schneidebrett. Bogensäge. Hey, sind die Sachen jetzt neu hier? Oder habe ich die jetzt vorher einfach nur nicht gesehen? Oh, hoher Feuerholzstapel. Sägezahnmesser. Kleine rote Bann, Mittagsfrau. Boah, da sind ja coole Sachen bei. So, hier haben wir Gräber. Da waren wir vorher auch noch nicht. Wo sind wir denn jetzt hier gerade im Moment? Wir sind da oben. Die Hütte, denke ich mal, von ihr ist da, wo das Haus ist, oder? Dann haben wir uns hier in der Gegend noch gar nicht umgeguckt. Reinigen? Warum reinige ich sowas? Also, ja, wegen den bösen Geistern oder was weiß ich was, okay. Aber es muss ja irgendeinen Sinn haben. Interagieren. Tarotkarte, der Mond. Oh, Schädel, schwarze Kerze. Ist das dadurch aufgegangen? Aber ich habe das hier doch gereinigt, oder? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Die anderen sind zu. Aber ich gucke trotzdem mal neugierig, wie ich bin, ob da noch irgendwas ist, was man, wo man damit interagieren kann. Aber scheint nicht so. Okay, cool.
Moment, hier sind auch noch welche. Sind noch kaputte, ne? Hier sind wieder welche mit blauen. Oh, das sieht mir komisch aus hier. Reinigen. Ach, danach springt der auf. Ah, okay. Das habe ich eben gar nicht so gesehen. Ja, cool. Das heißt, hier können wir auch wieder reinigen. Schale mit Räucherwerk. Wieder Tarotkarte, der Mond. Ketten, Schädel, Holzfäller, Ziermesser. Was heißt das, dass ich jetzt Bäume fällen kann? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, steht ja auch Ziermesser, also. Ich denke nicht. Da ist noch was. Nee, komm. Ah, Gold ist auch nochmal drin. Ja, cool. Vielleicht will die ja auch nicht mit mir weiterziehen, weil ich die Sachen alle noch nicht gefunden habe. Das kann natürlich auch sein. Kann man hier irgendwas mit dem Baum machen? Hat der irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? So, ich drücke jetzt mal hier X. Schade. Kann man hier... Ach so, mit B kann man dann zurückreisen hier. Oh, jetzt weiß ich zumindest, was H bedeutet. Das ist schon mal gut. Also, was H bedeutet, wissen wir, aber... hat sich das gerade bewegt? War das ein Bug hier? Das sah so komisch aus. Okay, aber ich glaube, hier können wir tatsächlich nichts anderes mehr machen, oder? Weil da können wir nicht weiter hin. Hier wahrscheinlich auch nicht. Na gut, hier ist noch ein Weg, aber... Nee, da wollen sie einen nicht mehr haben. Okay. Bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder da. Unten hatten wir noch... Da hatten wir noch einen Baum. Da hatten wir noch einen Baum. Hat das mit dem Baum irgendwas auf sich? Ach, das war, glaube ich, der Baum, wo ich den Zweig holen sollte, oder? Das kann sein. Hier ist eine Hütte. Das müsste theoretisch die Hütte sein, die wir schon mal... Nee, düstere Ruine? Ist das nicht die, die wir schon mal gefunden haben? Wie seltsam. Der Spiegel zeigt keine Reflexion. Okay. Jetzt zeigt er eine Reflexion. Hallöchen. Ich kann sehen. Es ist so wunderschön. Nimmst du mich mit, damit ich dieser Leere entfliehen kann? Ich muss all die Schönheit sehen, die diese Welt bietet. Oh, wir konnten den Spiegel mitnehmen. Ach so, für die Charakter... Ach, wie cool! Das ist ja geil. Und jetzt können wir das von unterwegs auch machen, ja? Das ist ja cool. Schwarze Bluse mit beigen Leibchen. Okay, dann können wir die quasi direkt anpassen. Okay, mehr ist ja anscheinend nicht. Können wir noch mehr machen? Ja, doch gerade noch irgendwo interagieren.
Ah, das war die Flamme, ne? Irgendwie. Naja, gut, okay. Ah, schade, dass man hier nicht mit interagieren kann. Die Dinger sind hier abgeschlossen. Ich weiß nicht. Na gut. Das heißt, er hat uns hier jetzt auch Ruine angezeigt. Vielleicht war das eine Haus tatsächlich gar nicht unser Haus. Weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen Spiegel dazu bekommen. Das ist ja richtig, richtig cool. Haben wir denn hier noch irgendwas? Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Holz unterwegs gefunden. Das ist ja auch schon mal positiv. Für wenn wir noch was ausbauen wollen. So. Ich meine, ja, aktuell ist die Welt jetzt hier noch ein bisschen leer. Wobei, ich habe es so verstanden, dass man wohl, wenn man einmal das Haus fertig hat, halt von hier nach da reisen kann. Der wird von den Krähen angegriffen. Bei dem waren wir schon mal, ne? Gucken wir mal eben hier, damit wir hier nichts verpassen. Ich glaube aber, da kommt jetzt nichts mehr. So, mal schauen. Da sind wir, meine ich, reingekommen. Genau, hier sitzt der eine Typ. Bei dem mit den Krähen müssen wir aber nichts mehr machen, oder? Weil ich dachte eigentlich, wir müssen denen helfen, aber... Der hat die schon mal verjagt. So. Ist dir was Merkwürdiges aufgefallen? Nee, das haben wir alles schon gehabt hier. Ich dachte gerade, ich könnte mit der Krähe reden, aber... Das gehörte wohl noch zu ihm. Okay, kann man hier die Boote irgendwie nehmen? Oder kann man hier irgendwas mitnehmen oder so? Ach, das ist wieder so eine... Na, schade. Kann man auch nicht mitfahren. Hätte er sein können. Na gut. Schade, schade. Da kann man auch nichts mitmachen. Weil im Dorf haben wir ja quasi alles schon gemacht. Hier sind die Sachen mit den Kürbissen, haben wir hier wieder. Da ist der Typ, dem wir auch geholfen haben. Da können wir auch wieder nichts mehr mitmachen. Da könnten wir zwar noch hinters Haus gehen, aber hier haben wir doch auch mit allen gesprochen, soweit ich weiß, oder? Kann man nichts machen. Was ist mit dir? Habe ich mit dir schon gesprochen? Ein unbekanntes Gesicht. Davon haben wir nicht allzu viele. Willkommen in unserer kleinen Stadt. Bitte entschuldige, dass ich nicht gastfreundlicher bin. Normalerweise würde ich dich auf einer Reise zu einer Stärkung einladen. Doch mit der haben wir schon mal gesprochen. Da das erste Getreide verdorben ist, bevor wir es ernten konnten. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du die Zeit fändest, uns zu helfen. Haben wir aber keine Nebenaufgabe, oder? Ach, da komme ich jetzt schon wieder nicht richtig dran. Doch, der helfende Ofen einer Hexe ist jetzt wieder neu. Ich brauche ein herzhaftes Mahl. Ach so, die brauchen auch was zu essen. Interagieren. Hey, würdest du dein Essen einem Nachbarn anbieten? Ja, wenn ich was machen kann, ja. Zutaten. Was habe ich jetzt nochmal gelernt? Moment. Rezepte. Beeren, Honig und Getreide. Getreide. Ach so. Nee, Moment. Ich muss das bei mir kochen, ne? Ah, ja, ja. Also muss ich doch noch was kochen und dann zur Stadt. Okay. Hier waren wir mal drin, glaube ich, ne? Das ist die mit der Ziege. Mit der haben wir auch gesprochen. Das ist mit dir. Mit dir haben wir auch gesprochen. Nämlich nicht Fremdling, wenn wir uns eigentlich kennen. Also, ja, kurz kennen halt, ne? So, mit dem hatten wir auch gesprochen. Können wir da noch was anklicken? Nee. So, was ist mit dir?
Die hatten wir auch schon besprochen. Ja, meine ich doch, dass wir die alle durch hatten hier. Schade. Kann man auch nicht. Ja. Okay. Und da ist dann. Hier ist noch der Schuppen. Also Schuppen nicht, dieser Dings hier. Dieser Karren. Gut, dann gehen wir erstmal eben zurück. Dann machen wir ihren Mal. Ich glaube, noch kann ich kochen, oder? Mit dem Ding. Dann nehmen wir, was habe ich gesagt? Getreide, Beeren und Honig war es, glaube ich, ne? Getreide, Beeren, Honig. Zack. Kann ich hier, glaube ich, wieder rausgehen, oder? Ja, aber wir müssen trotzdem erstmal was reintun. Das Problem ist nur, ich möchte natürlich nicht alles reintun. So, ich hoffe, da ist jetzt eins drin geblieben. Aber ich glaube, ich muss nochmal eins reintun, ne? Ja, dauert jetzt erstmal 30 Sekunden. Das ist immer ein bisschen blöd, dass das so lange braucht. Aber gut, dann wissen wir zumindest schon mal, dass wir für sie auch was zu essen hätten machen müssen. Wahrscheinlich wird er jetzt wieder stoppen. Ja. Habe ich mir schon gedacht. So. Zack. Ist ein bisschen blöd, immer das mit dem Reinmachen und Rausmachen. In der Zeit könnten wir allerdings mal eben. Genau, mal eben hier noch was platzieren. So. Damit das auch hoch ist. So. Dann. Achso, stimmt, das ist jetzt hier. Essen nehmen. Zack. Ja, bleibt nicht viel Auswahl, ne? Okay, kann ich nicht nehmen, dann machen wir es so. So, dann laufen wir jetzt nochmal dahin. Und das soll es jetzt auch erstmal für heute zumindest gewesen sein. Ich weiß halt nicht, was ich sonst noch machen kann. Also meines Erachtens habe ich die Gegend soweit erkundet. Oh, Moment, hier. Ach, hier habe ich Getreide her. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo ich das Getreide her hatte. Okay. Haben wir hier hinten auch noch irgendwo Getreide? Nee, ne? Ich war eigentlich der Meinung, ich hätte das vom im Haus irgendwo geholt. Aber gut. Kein Thema. Oder soll ich die Hühner vielleicht? Mir kommt da so ein ganz blöder Gedanke. Also erstmal kann ich die Sachen von dem Haus alle nehmen. Nehmen wahrscheinlich nicht. Aber dann der andere Gedanke, soll ich die Hühner? Sie hat ja gesagt, die Hühner sind ihr wichtig. Soll ich für die vielleicht einen Platz im Haus machen? Das könnte natürlich sein. Das können wir uns erstmal merken für die nächste Folge. Vielleicht sagt sie dann ja, jetzt können wir, wenn du möchtest, den Ort verlassen. Ich meine, ich hätte dann wahrscheinlich alle Quests gemacht, wenn ich das hier gemacht hätte. Mit der hier. So. Moment, ist ein bisschen friedlich da. So, dann müssen wir das wieder mit der Maus machen. Zack. Es war nicht genug und außerdem war es zu süß. Daran ist gar nichts Herzhaftes. Ja, du hast auch nicht gesagt, dass du was Herzhaftes haben willst. Roter Tonteller. So, ist die Frage. Jetzt können wir sie aber auch nicht mehr ansprechen, ne? Das heißt, Aufgabe gelöst. Genau. Ich weiß nur immer noch nicht, warum da zwei steht. Heißt das, es sind zwei, bei denen wir das machen können? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal wieder zurück. So.
Dann. Achso, Moment, dann können wir. Vielleicht machen wir hier vorne die Ecke für die Hühner. Das könnten wir machen. Oder das wird halt ihr Zimmer hier. Das können wir auch machen. Dann würde ich vielleicht hier hinten die Ecke für die Hühner machen. Moment, können wir da schon mal eine Sache hinstellen? Hier. Den Trog, damit die Hühner halt eben hier zum Beispiel. So, zack. Ich hoffe, der ist jetzt nicht nur dekorativ. Ich hoffe, dass der die dann auch füttert. Sonst finde ich jetzt hier gerade nichts. So, das ist dann für mich als Erinnerung in der nächsten Folge, dass wir hier die Hühner in die Ecke stellen möchten. Und ja, ich habe leider immer noch dieses nervige Ding hier. Wie gesagt, es ist reported. Wenn ihr das auch habt, dann reportet das aber auch, weil je mehr reported wird, umso mehr wird das wahrscheinlich dann auch ja, beachtet, vermute ich mal. Ich meine, ich habe auch einen Verweis gegeben, dass man es halt im Let's Play auch sehen kann, dass das immer hier drin ist. Aber es wäre halt gut, ja. Es nervt mich einfach tierisch. Ich kann auch keine vernünftigen Thumbnails machen, muss ich auch dazu sagen, weil das halt genau auf der Höhe von meinem Kopf ist zum Beispiel und also damit dann fast mittig. Und ja, das ist auch sehr, sehr, sehr nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Wir schauen dann in der nächsten Folge auf jeden Fall mal, ob das vielleicht daran liegt, dass wir nicht weiterkommen, weil wir die Hühner noch mitnehmen müssen. Weil Baba Yaga hat uns ja gesagt, dass die Hühner für sie sehr, sehr wichtig sind. Und ich weiß halt nicht, ob es darauf bezogen ist, tatsächlich, dass man, ja, wegen dem Haushalt, dass wir das hier erstellen, oder ob es darauf bezogen ist, dass wir die Hühner halt eben mitnehmen müssen. Keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge dann sehen, weil wir können die ja aufheben. Dementsprechend denke ich mir mal, können wir sie dann auch hier hinsetzen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!